Guten Morgen, herzlich willkommen in Stadtwehlen. Ja, das ist der Malerweg, auch wenn der Abschnitt hier gerade etwas seltsam ist. Na ja, dann immer los. Oh, das riecht hier gerade schön nach Wald. Und ich muss auch irgendwo kurz vor dem großen Bärenstein gerade sein. Gucken wir mal, wo wir ihn finden. Ich glaube, ich habe den Bärensteinturm gefunden. Das ging schneller und einfacher als gedacht. Hier ist nämlich nichts ausgeschildert. Also ohne eine gute Karte oder ein GPS kannst du hier, glaube ich, suchen. Wenn du nur weißt, dass das hier irgendwo ist. Wow, schick. Tja, dann ist das Ganze hier wohl der große Bärenstein. Mal gucken, ob man das noch ein bisschen besser hinkriegt. Ja, genau, also zwischen den Bäumen durch kann man es von hier aus sehen. Es ist halt ziemlich dicht bewaldet, sodass man einen schlechten Blick auf alles haben kann. Aber man kommt doch noch ein bisschen näher ran. Also ist zwar nicht so toll zu gehen, muss ein bisschen vorsichtig sein. Aber es sind schon coole Formationen, die sich hier gebildet haben. Fantastisch. Ich fürchte, die meisten wissen gar nicht, was für wunderschöne Orte sie direkt in ihrem Hinterhof haben. Das muss hier so ziemlich der höchste Punkt in der Gegend sein. Na, fast. Und hier geht es überall ziemlich steil runter. Also fragt nicht, wie ich raufgekommen bin. Oh. Wow. Das ist ja toll. Allein wegen dem Ausblick hat sich die Wanderung heute aber voll gelohnt. Mal gucken, ob wir da auch noch hinkommen. Ja, ihr dürft jetzt dreimal raten, was hinter dem Baum zu sehen ist. Tja, mir ist gerade beim zweiten Frühstück noch eine Idee gekommen. Wenn ich hier gerade auf dem großen Bärenstein war, dann müssen das die kleinen Bärensteine sein. Ja, was schade ist, ist, dass hier wirklich so wenig Leute unterwegs sind. Wie gesagt, wunderschön. Mir sind bis jetzt hier nur 6-7 Mann begegnet, die hier unterwegs sind. Ich meine, macht es in gewisser Weise umso schöner,
da ich diese ganzen Touristenmassen, die sich zum Beispiel auf die Bastei hochkarren lassen, nicht mag. Wandern heißt immer noch ein bisschen anstrengen, ein bisschen keuchen am Ende, wenn man oben ist. Das Erfolgserlebnis halt haben, oben zu sein. Ja, nochmal Blick auf die kleinen Bernsteine und dahinter auf eine gewisse Festung, auf der wir schon waren. Ja, ich bin wieder auf dem richtigen Weg. Das war eben gar nicht so einfach. Da musste man plötzlich von den Bergen irgendwie runterkommen. Aber was heißt Bergen? Aber von den Klippen. Und das war nur so ein relativ schmaler Spalt, sodass ich mir natürlich erstmal die Hose eingesaut habe. Aber das ist es ehrlich gesagt wert. Wirklich toll hier. Aber man sollte, beim Wandern vorsichtig sein. Es geht manchmal steil hoch, wo man sich hinterher fragt, wie man hochgekommen ist, und steil runter, wo dann eher gilt, frag bitte nicht, wie ich runtergekommen bin. Na gut, dann geht's jetzt hier steil die Riegelhofstiege runter. Ja, nachdem ich jetzt zweimal gesprungen bin, weiß ich nicht, wie ich hier eigentlich hochkommen sollte. Das sollte ja ein Weg sein, der in beide Richtungen begehbar ist. Aber ich würde behaupten, es geht nur runter. Und ja, hier kommen wir irgendwie wieder etwas leichter runter. Ja, hier bin ich eben irgendwie runtergekommen. Das war wirklich nicht ohne. Und ich höre hier noch andere Leute in der Gegend rumkraxeln. Klingt auch nicht ganz ungefährlich. Ich muss jetzt nur noch da unten irgendwie durch das Tor. Bin also fast wieder draußen. Also als Wanderempfehlung kann ich sagen, super schön oben. Aber man sollte wahrscheinlich, wenn man nicht geübt ist oder so wie heute es etwas matschig ist, vorsichtig sein, die Stiege hier als Abstieg zu nutzen. Ja, ich will euch auch den letzten Teil nicht verheimlichen. Das ist der Ausgang der Stiege oder der Eingang. Da sind zwar irgendwelche Markierungen in die Wand, wo du theoretisch dran hochklettern kannst, aber wenn es halt so wie heute ein bisschen matschig ist, so gut wie unmöglich. Wenn du schlank bist, schaffst du es tatsächlich, dich hier durchzupressen. Aber bitte ohne Rucksack. Und dahinter sieht man den kleinen Wasserfall. Ja, da habe ich mir einen nassen Hintern geholt. Und überhaupt ist die Hose gerade dreckig. Super! Es war also ein erfolgreicher Wandertag. Dafür habe ich wieder ganz normalen festen Boden unter den Füßen und kann mich jetzt aufmachen zum zweiten Teil der heutigen Wanderung. Ich habe eine Viertelstunde gebraucht, um den Weg wieder zu finden. Der hörte auf einmal auf, mitten in der Landschaft, und mein GPS-Gerät hat ihn plötzlich woanders angezeigt, beziehungsweise hat mich plötzlich woanders angezeigt. Da bin ich erstmal durchs Unterholz ein paar Meter gehopst, damit ich wieder die 2 Meter daneben auf dem Weg war. Der war aber ein bisschen schlecht zu sehen. Deswegen etwas die Suche nach dem Weg. Aber das hier ist er definitiv. Der bringt mich jetzt wieder auf den etwas besseren Wanderweg zurück. So 50 Meter. Ja, irgendwie sind die GPS-Geräte nicht nur von mir, sondern hier waren noch gerade andere Leute, die das gleiche Problem hatten. Die GPS-Geräte sind hier aus irgendeinem Grund wahnsinnig irritiert und springen hin und her. Ah, heute mag mich mein GPS gar nicht. Das hat gerade einen Weg angezeigt, wo sich herausstellte, das war keiner. Dann habe ich mit aller Macht versucht, den Weg zu finden. Bin extra noch mal ein paar Schritte zurück, so 100, 200 Meter. Denke, der muss hier sein, der ist hier eingezeichnet. Nichts gefunden, Stück in den Wald rein, da war nichts. Das heißt, man muss ein bisschen vorsichtig scheinbar auch sein, was diese GPS-Geräte anzeigen. Das habe ich wirklich noch nicht gehabt, dass der behauptet, da wäre ein Weg und ich habe keinen gefunden. Da gucke ich mal, von dem Weg aus müsste ich auf den anderen wieder da hinten irgendwo stoßen. Gucken wir mal. Zum Rauenstein sind es nur noch 20 Minuten und da oben werden wir ein Gasthaus haben. Ja, das ist hier ein ganz netter Aufstieg auf den Rauenstein. Wobei hier wieder ziemlich viel dann unterwegs ist, im Gegensatz vorhin zum Bernstein.
vom Rauenstein aus hat man einen tollen Blick rüber auf die Bastei. Und wenn man ganz genau hinguckt, kann man sogar die Basteibrücke sehen. Die Aussicht hier zur anderen Seite ist dann wieder zum Königstein rüber. Hier ein Stück weiter haben wir noch mal einen Rückblick auf die kleinen Bärensteine links und den großen Bärenstein. Das ist das Teil hier rechts. Da oben waren wir drauf und sind offensichtlich so hoch als auch runter geklettert. Nicht schlecht für einen kleinen Vormittagsausflug. So, jetzt ist erstmal Mittagspause. Ah, hier vom Rauenstein geht es jetzt über den Rauensteinweg. Das heißt ein bisschen über ein paar Leitern. Genau über den Bergrücken wieder zurück zur Stadt Wehlen. Fantastischer Sandstein. Und weiter geht's noch mal hoch. Ah, hier geht's noch weiter. Ah ja, hier hat man noch mal ein bisschen einen Rundumblick. Geradeaus. Der Königstein. Wenn wir dann nach links gehen, haben wir da den Lilienstein. Dazwischen ist der Pfaffenstein. Und wenn wir jetzt hier rechts gehen, noch mal der kleine und große Bärenstein. Ja, hatten wir so enge Stellen nicht heute schon mal? Nur leider hatten die. Oder hatte die, es war ja nur die eine, keine Treppen. Dagegen ist das ja hier regelrecht Luxus. Das erinnert mich hier gerade stark an Schweden. Da gab es auch diese ganzen Felsen schön abgeflacht und da drauf die Nadelbäume. Erstaunlich, was für Assoziationen man hat, wenn man auf der anderen Seite der Elbe den Sandstein eindeutig erkennen kann. Ja, wenn man hier durchguckt, da sind wir dann auf der anderen Seite der Elbe und haben die Sandsteinfelsen zwischen Wehlen und Rathen. Ja, ich glaube, so langsam komme ich wieder nach unten. Das GPS behauptet zwar, es ist noch ein ganzes Stück bis Wehlen zurück. Was sagt der Anzeiger? Nö, der sagt nur Wehlen. Stadt Wehlen. Ach doch, da unten Malerweg Stadt Wehlen, eine Dreiviertelstunde. Oh ja, gucken wir mal, wie lange wir wirklich brauchen. Ich habe ja keine Eile. Es ist Wochenende. Das Wetter ist schön. Ich bin im Wald unterwegs. Was will man mehr? Ab und zu findet man hier noch
so Überbleibsel von quasi alten Wegen, die noch richtig mit Steinen gepflastert worden sind. Da wandert aber heute kaum noch jemand lang. Die meisten gehen hier nebenlang quasi über Stock und Stein. Und was total toll ist, ist, dass sich im Laufe der Zeit hier die Wurzeln im Prinzip den Touristen angepasst haben und die nicht nur entsprechend Stufen darstellen, sondern sogar schön glatt poliert zum Teil sind. Ja, damit hat uns die Zivilisation dann quasi wieder. Und ich bin jetzt kurz vor Wehlen zurück und gehe jetzt noch zum Bahnhof, vielleicht noch mal runter zur Fähre und genieße das schöne Wetter noch ein bisschen. Dann bis zum nächsten Mal.